Rechten Seite aufstellen, bitte. Okay, Linie rechts um. Vorwärtsmarsch. Genau wie letztes Mal, alle gehen einfach so weit wie möglich weg von aus der AT für Angel. Naja. Linie auf meine rechts aufstellen. Als Feuer. Bayonettattacke. Muss ich absteigen? Ich mal gelesen. Achtung, links kommen mit. Brüchen. Ah ja, den schaffen wir easy. Von hinten. Einfach laufen. Achtung, Salbe, Salbe. Erstmal hinterherlaufen. Ihr könnt ein bisschen tanzen, wenn ihr Angst habt, erschossen zu werden. Also wer von euch hat hier Angst bei den paar Tropfen, die Angst haben? Also darf man zurück auch chargen? Vielleicht unser Fenrich. Nein, wir chargen erstmal den Briten hinterher. Kesseln uns ein. Alle fliehen irgendwie vor uns. Okay, links schwenk. Und wir laufen nach links. Die wollen uns angreifen. Wir laufen nach links. Und jetzt, wir sind mit Charge, okay, zurück und her. Und wir können weiterlaufen, weiterlaufen, doch. Oh nee, scheiß drauf, Charge. Schaffen wir locker, wir können nichts. Oh, sorry, 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 Lutz, das tut mir wirklich leid. Kein Ding. Tut mir noch niemand mehr so mehr leid wie bei dir. Ich kann mich einfach Lutz umbringen. Achtung. Was ist das? Schade. Aber dafür, dass die Überzahl war, war es doch ganz okay, denke ich. Ja. Und das Teamplay von mir war eben halt dafür, dass ich nicht weggekommen bin. Ich meine, hey, das ist doch eine alte Rechnung. Lags ausrichten, was wir schöne Schuss Dings da haben. Legt an. Feuer. Und Schulter das Gewehr. Links um, Vorwärtsmarsch. Legt an. Feuer. Dickes Team. Schön Rekrut, Lutz. Nicht schön Rekrut, Batman. Je nach links schließen nach dem Nachladen, bitte. Ich belebe noch freies Feuer. Ich lebe doch nicht mehr, ich dachte nur Pfeffer gekommen. Rechts und vorwärts Marsch, wir gehen hoch aufs Dach mit. Ich hab's echt nicht gecheckt, ich dachte wirklich nur mein Pfeffer geschaut. Schließ uns der Linie hier an. Ich glaube, da kommt gleich ein Charge hoch. Bin ich sicher. Schuss, Rekrut Lutz. Weiter so. Halt da!
Los, geht das alleine, genau. Du bist alleine, glaube ich. Nee, ja, Jack ist alleine. Super. Ich bin alleine. Ach, Jack. Oh, ich bin alleine. Oh. Was soll ich denn jetzt machen? Dich der Linie anschließen? Auf deine Umgebung achten? Da oben sind die, ist ja richtig viel mehr. Das, was du 20 Uhr nicht getan hast. Das muss ich jetzt, oh, muss ich kämpfen und denken. Muss ich denken, muss einfach nur hinterher rennen, das hat mit Denken zu tun. Death to the King! Aber du willst fix auf der Lette, geh da runter, das wird auch genügend verwendet, wenn du Lust darauf hast. Jetzt haben mich hinter mir schon angeschlossen, ich glaube, jetzt geh ich nicht runter. Ich sag, falls du Lust auf Nahkampf. Gibt so ein paar Leute, die wollen unbedingt mal Nahkampf machen. Wir stellen fest, immer die Seite, auf der wir sind, gewinnt. Ob das was mit uns zu tun hat, da überlasse ich eben selbst. Das ist zumindest mal eine nette Sache. Schlutz, warum sind sie gestorben? Linie auf meine rechte Seite. Halt und kehrt. Freisfeuer. Ja, sehen, wo die Seite ist. Keiner hat getroffen. Freisfeuer einstellen. Legt an. Feuer. Wieder keine. Schießt ihr hier so schlecht? Letztes Mal lief's doch so gut. Wir treffen, aber wir merken es nicht. Ziemlich groß vor Posten für die Mod, glaube ich. Du musst mindestens auf die Höhe der Verbündeten gehen, wenn du treffen willst. Vorwärts mal. Kein Nordensaus oder so, da wärst du schon Menschen alle tot. Linie auf meine rechte Seite. Legt an. Feuer. Pflanzt die Bajonette auf. Nachladen. Wir sind jetzt parallel links fast schon. Charge! British Scum! Bring her, Commander! Stay with the crown! Bin tot. Scheiße! Sorry. Freedom! Schieß ihn, Joshua, ab? Nein. Mein Gemlacke getötet, das haben wir verloren. Jetzt ist alle Hoffnung. Wo kommt der denn her? Was macht der? Sticht ja alle ab. Oh Gott. Na gut, trotzdem gut gekämpft, meine Herren. Lucky hätte das easy noch gewonnen für uns. Aber ich muss sagen, diese verfallene Kirchenruine, die hat ein wunderschönes Dach. Schade, dass man da nicht drauf kann. Ja. Ein schönes Dach mitten. Da hat sogar Deckung dann durch diese. Und von innen sieht es sehr seltsam aus, die Kirche, wenn man reingeht. Ist ja normal, wenn man eh nicht reingegangen ist, doch egal. Sieht ein bisschen aus wie Lego. Ja. Das sind alles die normalen Wandtexturen, wie es aussieht, bloß halt ziemlich klein. Ja. Wer macht so einen Scheiß? Und die Tür von innen. Wenn man innen drin ist, hat man das Gefühl, die ist es viel größer als es von außen ist, weil es halt so richtig. Schaut euch die Tür von innen an, es gibt kein Holz. Geh, keine Ahnung. Ein paar Gebäude, die schön aussehen. Von außen schön, von innen nichts. Ja, normal.